die Beschlüsse auf europäischer Ebene vom Agrarministerrat, angeführt von der deutschen Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, sind ein schwarzer Tag für die Landwirtschaft, ein schwarzer Tag für die Artenvielfalt und ein schwarzer Tag für das Klima. Nämlich das Beste, was man über diese Beschlüsse noch sagen könnte, wäre, es geht weiter so wie bisher. Es werden für die nächsten 7 Jahre über 350 Milliarden Euro ausgegeben dafür, dass nahezu kein Artenschutz stattfindet, dass zu wenig Klimaschutz stattfindet und dass das Sterben der Höfe weitergeht. Die EU-Kommission, wenn sie ihre eigenen Ziele ernst nimmt, wie die Reduzierung des Pestizideinsatzes, wie im Green Deal festgelegt die Klimaschutzziele, muss diesem Treiben ein Ende setzen, denn aufgrund der Basis dieser Beschlüsse ist es nicht möglich, dafür zu sorgen, dass die Landwirtinnen und Landwirte, die in kleineren und mittleren Höfen weiterhin ihren Betrieb aufrechterhalten, dass die eine faire Chance bekommen. Es ist nicht möglich, damit das Artensterben zu stoppen, und es ist kein Beitrag zum Klimaschutz. Und das muss man sich überlegen mit über 350 Milliarden Euro Steuergeld. Steuergeld, das eigentlich für was Positives ausgegeben werden sollte, wird ausgegeben, um Großgrundbesitzerinnen und der Agroindustrie zu helfen. Ich habe es akustisch nicht verstanden wegen der Maske. Aktionsplan was? Die Kommunen sind diejenigen, die insbesondere unter den Auswirkungen der Klimakrise neben der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft bereits am stärksten leiden. Wir bräuchten einen Aktionsplan Hitze, insbesondere für die Städte. Hitze ist eine relevante Gesundheitsgefahr für viele Menschen. Und das, was die Bundesregierung da plant, ist angesichts der Dramatik der Klimakrise bei weitem nicht ausreichend. Dass es für soziale Einrichtungen Förderung gibt, ist sinnvoll. Aber was wir bräuchten, wären integrierte Hitzeaktionspläne für unsere Städte und Kommunen. Denn insbesondere für ältere Menschen, insbesondere für Menschen mit Vorerkrankungen, ist große Hitze ein relevantes Risiko für ihre Gesundheit und ihr Leben. Man muss ganz klar sagen, in Richtung Verkehrsminister Andreas Scheuer, nachdem er nicht in der Lage war, einen rechtsfesten Bußgeldkatalog, eine rechtsfeste Straßenverkehrsordnung zu erlassen, taktiert er jetzt rum, nachdem er den Eindruck hatte, das letzte Mal aus seiner Sicht schlecht verhandelt zu haben. Das Einfachste wäre, schlichtweg den Rechtsfehler, den sogenannten Zitierfehler, zu heilen. Bis jetzt wird jeder vernünftige Kompromiss blockiert, aus dem Verkehrsministerium, aus dem Bundesverkehrsministerium. Deshalb, wir brauchen ein vernünftiges Ergebnis, wir brauchen eine moderne Straßenverkehrsordnung. Und wenn es da jetzt Fortschritte gibt, ist es gut. Aber in Richtung von Andreas Scheuer muss man sagen, die Straßenverkehrsordnung gehört eigentlich richtig auf den Prüfstand. Nämlich, sie ist immer noch viel zu sehr schlichtweg aus Sicht der Windschutzscheibe geschrieben und viel zu wenig aus Sicht von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern, Fußgängerinnen und Fußgängern und all den Menschen, die in Städten und Kommunen leben. Beim Kampf gegen rechts brauchen wir gut aufgestellte Sicherheitsbehörden. Ob da die Ausweitung der Geheimdienste, deren Befugnisse wirklich sinnvoll ist, würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Was allerdings wirklich notwendig ist, ist ein koordinierteres Vorgehen unserer Sicherheitsbehörden. Denn wenn der Innenminister vor einigen Monaten zu Recht festgestellt hat, dass Rechtsextremismus die größte Sicherheitsgefahr für die Bundesrepublik Deutschland ist, dann müssen da auch endlich Konsequenzen erfolgen. Und diese Konsequenzen sehe ich in dem Umfang nicht.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist eines der schlimmsten Straftaten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und neben, wie gesagt, klaren Strafen ist da insbesondere eine erfolgreiche Verfolgung dringend notwendig. In viel zu vielen Fällen, insbesondere bei Kinderpornografie, erfolgt die Verfolgung nicht mit ausreichend Personal. Deshalb, da kann man nur an alle appellieren, ausreichend Personal einzusetzen.